Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden. Und wir spielen das Tier-Challenge-Dingsabumster. Und zwar, meine ganzen Armeen werden nur noch aus Tieren bestehen, beziehungsweise mit Tier und Reiter, Halter, was auch immer. Genau hier, das ist meine Anfangsarmee. Ja, die wollte ich jetzt nicht komplett umtauschen, auch wenn ich schon Kavallerie bauen kann. Upsi. Weil das wäre zu teuer gewesen für den Anfang. Ich baue einfach nur noch Kavallerie und so weiter. Warte mal. Ja, nee. Genau, und dementsprechend, ja. Dementsprechend muss ich mal schauen, was ich baue. Ja. Wie gesagt, also wir bauen nur Tiere. Das heißt Streitwagen, Kavallerie, Kamele, Elefanten und solche Sachen. Das ist gerade unpraktisch jetzt. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Geld mit dem gebührenden Respekt und in aufrichtiger Freundschaft an. Also also an sich, wir würden die jetzt vernichten, das wissen sie. Deswegen wollen sie mir auch 1200 zahlen. Wenn ich das jetzt mache, hat Nabatea aber Zeit genug, um hier einzubrechen. Wenn ich das jetzt annehme, kann ich wieder sofort zurück. Ich glaube, ich nehme das an. Eure Zustimmung ist gern gesehen. Das ist auch ein bisschen nervig, dass wir jetzt nur noch verlässlich sind. Also, dass wir dadurch einen Malus bekommen haben. Rebellion ist da oben, genau. Mission erhalten, Blablub. Also, ist noch nicht. Das war ein bisschen zu risky, aber ich musste es machen. Genau, jetzt haben wir den Stall, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, dann werden wir hier gleich mal weitermachen mit Landwirtschaft. Ja, Würdenträger brauchen wir. Hier wird halt ein Verbrecher kommen. Nächste Runde wahrscheinlich. Dann holen wir uns hier mal die Kavallerie. Ja, eine. Wow, super. Baubericht. Frieden verhandelt. Quitri. Genau. Massaker. Maskat. Nicht Massaker. Okay, gut. Habe ich noch welche zum Frieden verhandeln? Neutral Karthago. Sprecht, mein Freund, und ich werde eure Handelsgüter haben für die Meisterhändler Karthago. Freunde wie euch brauchen. Okay, das merkst du dir mal. Minus 12. Willkommen, Freund, willkommen. Merken. Okay, das wird dann wahrscheinlich ein festerer Freund, was super ist. Ich zieh mal kurz mein Pulli aus. Okay, aber das könnten wir schaffen. Das können wir schaffen.
Okay. Ja, die. Einer der typischsten Städte in Rome Tullamore. General! So. Gerade wart ihr doch richtig. So. Mit der Mauer ist ein bisschen nervig, aber so ist ganz gut. So. Ist gut. Alles gut? Ich erwarte eure Befehle. Eure Befehle, mein Herr? Zu euren Diensten. Ah, okay, dann starten wir mal. Uiuiui. Also, wenn die typische KI in Anführungsstrichen Taktik machen, gehen alle hier rein. Und dann werde ich meine typische Taktik machen und werde hier den Deckel drauf tun. Mal gucken. Also der geht schon mal in die Falle rein. Ich bin so ein Idiot. Das sind auch Pikiniere. Doppelte Geschwindigkeit! Unser General wird angegriffen! Alter, ich hab dreimal Pikiniere. Wenn ich den. Ich bin wirklich ein Idiot. Einer Pikniers-Einheit und den Sperrkämpfern wäre es knapp geworden, aber mit drei Pikniers-Einheiten, das ist sowas von einfach hier. Aber klar, der hat gute Stammeskrieger und so, aber sehr gute Fernkampfeinheiten. Aber der greift auch nur die hinteren an und nicht die vorderen, das ist mir ganz recht. Die hinteren sind eher unwichtig. Vorderen sind die wichtig sind, die müssen aushalten. Bisschen schneller machen. So. Also das mit Kavallerie zu. Also Kavallerie in Gebäuden ist immer nicht so leicht. So in Gebäuden. Hallo? In Städte. Ist nicht ganz so leicht. Wollt ihr die mal jetzt töten oder so? Nur so eine Idee.
Aber hier seht ihr schon, die kämpfen seit dem Beginn. Klar, sie sind jetzt müde und erschöpft und so, aber die haben kaum welche verloren. Das ist halt krass. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Vor allem die Überraschung. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gut, das war's jetzt. Ich mache mal ein bisschen fortfahren. Erstens, damit die Einheiten farmen. Und zweitens, damit die Armee dann komplett stirbt. Also, an sich. Für die Garnison, ja, dass die Kills bekommt, Alter, 400, dass die Kills bekommt, ist nicht ganz so wichtig für eine Garnison, aber ist, ja, kann auch hilfreich sein. Das auf jeden Fall. Ich lasse die eigentlich jedes Mal frei, weil das gibt mehr Money. Und ja. So. Also ja, das war sogar eine Quest, das ist ganz cool. Okay, das hat sich schon mal gelohnt. Hier mache ich einen Kommandanten draus. Kluge Ehefrau, das ist gut. 5 Forschungsrate, das ist sehr gut. Beim ersten Kommandanten, beziehungsweise beim ersten... Gegner... Was rede ich hier eigentlich? Also, ich wollte eigentlich sagen, beim ersten General mache ich eigentlich immer zuerst den Kommandanten. Weil am Anfang müssen wir ja viele Einheiten rekrutieren. Und da ist der Kommandant an sich wirklich der Beste. So, Zypern. 18 habe ich. 18 Nahrung habe ich. Das ist ganz gut. Ich würde hier gerne die Herberge machen. Die Herberge. Okay. Dann haben wir noch 2000. Gut. Hier ist es. Da habe ich wirklich Glück, dass ich noch die meine alte Armee habe. Okay, die bekommt eine Frau, einen Mann. Giftmischender Ehemann. Ziemlich random. Ehrgeizige Ehefrau. Korruption. Ist nicht so gut. Der hat eine religiöse Ehefrau, das ist gut. Und der Ehemann schenkender. Ehemann. Ist gut für Kinder bekommen. Also alles gut. Ja, der bekommt nichts. Ah, ich brauche noch einen Namen für die erste Armee. Dieser sinnlose Krieg könnte heute schon enden, wenn ihr die Umstände anerkennt und nicht weiter Wunsch denkt. Nicht weiter Wunsch denken?
Lol. Nein. Ich frage mich, welche bösen Geister euch zu dieser Entscheidung verleitet haben. Ja, die bösen Geister, dass ich dich bezahlen muss. Nabatea und Quidri. Erforschung abgeschlossen, das ist natürlich super. Logistik erfunden. Logistik. Das ist natürlich ein bisschen blödi. Okay, du klaust hier mal ein bisschen Nahrung. Das passt schon. Ja, eine Runde gewartet, dann hätte ich einen Elefant mehr. Also, aber für die Stadt ist es eh eher ja semi interessant. Oh, das ist gut. Das ist gut für uns. Dann warte mal, wenn ich hier rausgehe. Das 6. Okay. Dann werde ich hier mal anfangen, eine neue Armee zu bauen. Ich mag den eigentlich nicht pushen. Aber so früh ist es eigentlich wurscht. Warte mal. Vor allem, er ist schon 51. Das heißt, den kann ich zum Strategen machen. Der muss nämlich weniger zahlen für die Knaben. Ich erwarte eure Befehle. Okay, wir haben. Alter, die Vögel, ne? Vor allem, ich höre es eigentlich nur über mein Headset. Also. So, also wenn ich leise bin, höre ich die gar nicht. Das ist echt blöd. Ich hoffe, die nerven mich jetzt nicht. Bip, 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 bip. Galatien ist groß. Okay, das ist interessant. Was hat der? Der hat relativ viel. Aber ich glaube, das kann ich gewinnen. Ich habe 4 Herbaner Pekiniere. Ich muss halt sehr defensiv spielen, aber ich kann es gewinnen. Flo. Erstmal deine Aufnahme stören wahrscheinlich. Ja, dann hör mal auf. Junge. So. Wenn ich dir schon auf WhatsApp gerade nicht antworte, heißt das wahrscheinlich, dass ich beschäftigt bin. So, ich werde mich mal hier verdünnisieren. Ja, Flo, ich melde mich, wenn ich bereit dafür bin. So. Okay, ich hol einfach mal alles hierher. Und baue mich dann hier in den Wald auf. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, alles klar.
Der Nachteil hier ist natürlich, dass ich nicht groß sehe, wenn er hier ist. Aber Vorteil für mich ist natürlich, dass er hier langsamer kommt. Ich mach's mal andersrum. Weil hier ist so eine Lücke. Und das ist besser, wenn ich hier die Pell-Tasten habe. Der Vorteil ist natürlich auch, dass Kamelbogenschützen. Natürlich auch gut. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Wie lauten eure Befehle? Eure Befehle? Lasst die Blute! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt! Wir erwarten eure Befehle! Wir erwarten eure Befehle! Wie ihr sagt! Okay, so, also wenn es gut läuft, wird er hier die Pikiniere fokussieren. Gut. Der fokussiert gerade noch zu sehr meine rechte Flanke. Unser General wird angegriffen! Ja, komm. Die Männer wanken. So, okay, jetzt kann ich langsam mal anfangen, meine Kavallerie reinzubringen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Hügelmänner, schnell bereit! Zu euren Diensten! Wir erwarten eure Befehle! Königliche Pelthassen! Doppelte Geschwindigkeit! Jetzt hole ich die. Hügelmänner! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Zu eurem Dienste! Zerstört sie! Leichte Kavallerie! Zu eurem Dienst! Leichte Kavallerie! Wir erwarten eure Befehle! Befehle! Wie ihr befehlt! Weg da, weg da, weg da! Hügelmänner! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, das ist gerade ziemlich heftig. Alter, wie hier alle anfangen zu wanken, ist halt schon krass. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Seele,
So, das ist doch alles schon mal sehr gut gelaufen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Diese Elefanten kommen hier hin. So, ihr greift die an. Ihr kommt mit vor. Ja, alles gut gelaufen. Es war natürlich ziemlich krass zu sehen, wie hier alle komplett ausgerastet sind. Also innerhalb von wenigen... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Von wenigen Sekunden waren die wirklich komplett weg. Voll krass. Der feindliche General ist tot. Ich schieße. So, ich glaube, das war's auch grob. Gut. Dann. 2500 aufgestellt. 3700 hat er aufgestellt. Wow, der hat ja nix. Der ist wahrscheinlich mitten in die Armee von denen reingerast. Aber war sehr erfolgreich. Gut, dann würde ich sagen... Athene gibt uns Weisheit. Nee. Würde ich sagen, beenden wir die, beenden wir die Folge und machen dann nächstes Mal hier weiter. Ich gehe mal kurz zurück hier, weil, ich muss ein bisschen heilen. 4 Runden lang. Angriffsbonus für Streitwinkel ist natürlich auch super. Das wäre auch gut für meine Fernkampfkavallerie. Ja, aber ich mache die. Ja. Ich mache die. Gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.